Das Fenster können wir aber auch nicht öffnen. Ich würde zu gerne da mal rausschauen, wo wir denn überhaupt sind. Oh fuck, ey, bin ich gerade erschrocken, ey. Junge, Junge, das wird noch was geben in dem Spiel hier. Okay. Weinflaschen, jede Menge. Gucken wir mal rein. Und da sind Klamotten drin. Können wir auch nichts machen. Also gehen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, hier drin können wir jetzt nichts mehr machen. Gehen wir jetzt mal hier nach rechts. Was ist das denn? Achso, das ist ein Teelicht. Hier ist auch verschlossen. Ja, wir brauchen unbedingt unseren Schlüssel. Also wir müssen halt in unser Büro kommen. Das ist doch bestimmt hier oben irgendwo. Ah, das sieht doch nach dem Büro aus. Boah, das ist alles so dunkel. Das sieht mir wirklich nach uns. Ist ein Schlüssel. Sehr nice. Und den haben wir direkt mitgenommen. I'm sorry. I make up. Oh, ich kann das wohl schlecht lesen, die Schrift. I make that up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Okay. Mitnehmen können wir das nicht. Was ist das? Ein Wolf und ein Kind. Oh, was können wir hier machen? Können wir weiter gucken? Das ist doch das Märchen. Wie heißt das Märchen nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich. Oh! Ist doch kein Märchen, glaube ich. Alter. Boah. Böse, böse. Gehen wir mal weiter. Oh, Lensflare-Effekt. Sehr nice. Sieht richtig gut aus. Überhaupt, das ganze Spiel sieht gut aus. Oh, Licht. Sehr schön. Also, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Fällt mir gerade ein. Sehr schön. Wir gucken aber noch mal kurz, was, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier sind noch ein paar Briefe. My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? Ich lese es nicht alles, wie gesagt, das wäre immer ein bisschen arg viel. Machen wir das wieder zu. Was haben wir hier drin? Nichts, was wir mitnehmen könnten. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt schon mal, das ist der Schlüssel für die Tür da unten. Und auch hier oben ist auch nochmal eine Tür, genau. Oh, wo geht's denn hier lang? Oh, Junge, Junge, ich habe jetzt schon echt Angst. Ich traue mich da gar nicht reinzugehen, aber egal, wir gehen jetzt mal rein. Wir müssen da rein. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Boah, sieht das schön aus, meine Freunde. Das sieht so gut aus. Kauft euch das Spiel, wirklich. Das ist so gut. 19,99 €. Den Link packe ich in die Beschreibung. Bei Steam. Und es kam jetzt ganz neu raus. Oh, was ist hier? Ein Schlüssel. Oder what? Was ist das? Ach, das ist unserem Spiel so eine Rassel einfach. So. Oh, das sieht so göttlich aus. So liebevoll gemacht, die ganzen Details. Großartig. So, hier ist Spielzeug. Obst. Oh, hier ist noch eine Schublade. Oh, ich gehe mal hier um den Tisch herum, sonst kriegen wir die nicht richtig auf. Da ist nichts drin, außer ein paar Stifte. Ein paar Klötze. Hier ist eine Zeichnung von dem Kind. Wahrscheinlich Vater, Mutter, Kind. So wie es aussieht. Was ist hier nur passiert? Ich weiß nur irgendwas mit einem Brand. Mehr habe ich jetzt nicht mitbekommen. Bin echt mal gespannt, was auf uns zukommt im Laufe des Spiels. Licht mit, das lassen wir definitiv an. Okay, weiter. Gehen wir hier mal rein. Ach, hier ist abgeschlossen. Gut, aber dann, wir haben jetzt den einen Schlüssel.
Dann gehen wir jetzt mal in die Tür hier rechts vorne. Und dann unten im Keller. Ich hoffe, dass unser Schlüssel passt. Nö. Er passt hier leider nicht. Dann habe ich schon eine Vermutung. Und zwar müssen wir jetzt in den Keller. Wieder in den Keller gehen. Und die Tür der ganz am Ende des Korridors mit unserem Schlüssel jetzt aufmachen, den wir jetzt gefunden haben. Und da finden wir dann sicherlich die Schlüssel für hier oben. Schätze ich doch mal. Oh, jetzt wird es wieder so düster. Ach, hier kommen wir jetzt auch rein. Sehr geil. Gucken wir uns erstmal hier um. Vielleicht finden wir irgendein Licht oder so, was wir mitnehmen können. Für den Keller dann später. Also hier ist gemalt, gezeichnet worden. Aber das sieht so gut aus. Ey, ich schwärme, Tut mir echt leid, dass ich die ganze Zeit von dem Spiel schwärme, wie gut das aussieht. Aber es sieht einfach... Boah, Bombe aus. Kann ich echt jedem empfehlen. Ganz viel Wein. Weinflaschen. Hier nochmal. Komm, machen wir dazu. Boah, das sieht so gut aus. Gucken wir uns hier mal um. Oh, hier ist noch ein Brief. I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done, before you go to sleep. Okay, also wir haben irgendwie Streit gehabt mit unserer Frau oder so, die fühlt sich ein bisschen benachteiligt. Und anscheinend findet unsere Kommunikation nur noch über Briefe statt. Oder fand, besser gesagt. Was haben wir hier? Lost you. Irgendwas rausgelöscht, wie das mit dem Tintenkiller. Sieht aus wie mit dem Tintenkiller rausgelöscht. Lost you deserve it. Finish it. Finish it. Okay, Stifte. Komm, guck mal noch in den Schrank. Ah, leider abgeschlossen, der Schrank. Leider. Leider, leider. Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Oh, was war das gerade? Achso, das sind nur die Scherben, wenn ich drüber laufe. Boah, krasse Bilder hier an den Wänden. Ah, dann haben wir wieder das Bild, was im Flur auch hängt. Das Baby, das sich über den Fuß pisst. So, ich glaube, hier drin gibt es jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal in den Keller. Ey, wir kommen nicht mehr raus. What the fuck? Wieso kommen wir jetzt nicht mehr raus? Hä? Was ist passiert? Wieso kommen wir nicht mehr raus? Junge, 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 bin ich gerade erschrocken, ey. Allein das Geräusch gerade. Oh, ey, ich habe gerade ein sehr ungutes Gefühl, irgendwas passiert gleich. Und was machen wir jetzt nun? Ich frage mich, warum wir nicht mehr rauskommen. Vielleicht kommen wir jetzt raus. Oh, bin ich gerade erschrocken, ob die Tür aufgeht, ey. Junge, Junge, Junge. Jetzt kommen wir auf einmal raus. Komisch. Also wir mussten das Bild erst abdecken, bevor wir rauskommen könnten. Seltsam, seltsam. Oh, fuck. Durchatmen und los geht's, meine Freunde. Los geht's. Hä? Das sieht irgendwie anders aus als vorhin. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist ein Fenster auf. Just out of reach. Fuck. Junge, 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 bin ich gerade zusammengezuckt. Just out of reach. Und das Fenster ging einfach zu. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Aber von was ist die Frage? Boah, die Musik auch im Hintergrund. Auch nichts Nützliches.
Machen wir direkt mal zu. Auch voll die gespenstischen Bilder hier an der Wand in dem Haus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder raus. Hier haben wir. Können wir nichts mehr machen. Junge, Junge. Mein Herz rast gerade schon. Wahrscheinlich unsere Frau am Klavier damals. Licht an, bitte, bitte anlassen. Oh, hier ist noch ein Brief. Dear Sir and Madam, we must kindly albeit strongly, ich kann es leider schlecht lesen, urge you to keep on your voices down during the night you met. Marital problems while please consider that no that not everyone is a freelance artist. Ich kann es relativ schlecht lesen. Ich will es auch nicht alles lesen. Das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Oh, going in circles. Sich im Kreis drehen. Okay, weiter. Hä, es sieht alles irgendwie anders aus als vorhin. Auch der Wind hier durchpfeift. Oh, hier ist eine Truhe. Eine Truhe mit einer Zahnkombination. Ah, shit. Die muss man jetzt irgendwo finden. Ich gebe jetzt einfach mal 666 ein. Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Es hört sich an, wie wenn jemand irgendwie reden würde, so nuscheln würde im Hintergrund. Ja, und wir brauchen eine Zahlenkombination. Das bedeutet, alles durchsuchen. Oh, was ist das? Save the date off. Da ist nichts drin. Da auch nicht. Ich lasse am besten die Schubladen auf, dann wissen wir nämlich in Zukunft, dass wir da schon gesucht haben. Das, glaube ich, erleichtert uns ein bisschen, das Spiel. Hm. Oh, geil. Kerzen konnten wir anmachen. Sehr schön. Was war das jetzt? Junge, Junge, Junge. Boah. Okay, weiter geht's. Und die Tür ist auf einmal. Ach, nur die habe ich aufgelassen. Das ist der Schrank. Ich halluziniere schon. Oh, wir kommen nicht mehr raus. Fuck, jetzt geht das schon wieder los. Wir kommen hier nicht mehr raus. Oh, da blitzt irgendwas. Seht ihr das? In dem Bild. Ah, das sind die Zahlenkombinationen. 4, 8, 5. Jo, gleich mal ausprobieren. Oh, die Geräusche im Hintergrund, hört ihr das? Oh, was ist da drin? Was ist das? Was ist das? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Okay, das ist anscheinend der Ehering. Aber er ärgert sich, dass sein Name da nicht eingraviert ist. Oh, never forget. Alter, das Spiel ist ja heavy. Das war vorne auch nicht da, die Tür hier. Okay. Weiter geht's. Gehen wir jetzt hier mal durch. Oh, 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 oh. Da saß gerade jemand auf dem Stuhl, sonst würde er nicht wackeln. Sich beziehungsweise sich bewegen. Obwohl er bewegt sich die ganze Zeit. Oder er sitzt jemand immer noch da und wir können ihn nur nicht sehen. Was haben wir hier? You've been snooping around my workshop again. Blablabla. Wir
Wie gesagt, das sind die Briefe, das sind, die haben sich ja früher nur noch über Briefe verständigt, das Ehepaar. Ich lese jetzt nicht alle durch.